Herzlich willkommen beim Video der Woche. Ich bin's wieder, eure Christina Augenstein. Heute möchte ich euch etwas von meinem Traumurlaub erzählen. Nein? Nein, ich habe mich versprochen. Ich möchte euch etwas von meinem Traumaurlaub erzählen. Nur damit ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid und dass es jedem jederzeit passieren kann. Ich habe ja schon, wer mich kennt, sehr, sehr viele Dinge aufgelöst in meinem Leben, alle Probleme angeschaut, aufgelöst. Unter anderem auch Traumata natürlich, weil die einfachen Dinge kann man ja mit meiner Engeltherapie-Methode auflösen. Selber habe ich ja ein Buch drüber geschrieben und wenn es irgendwas Schlimmeres ist, ein Trauma, was vielleicht schon lange zurückliegt und du weißt es gar nicht mehr, wo es herkommt, dass du dieses Problem hast, dann muss man halt eine Rückführung machen zum Beispiel. Und ich dachte, jetzt bin ich schon so weit gekommen, ich habe schon bestimmt sehr, sehr viel aufgelöst und mich kann nichts mehr erschüttern, mich kann nichts mehr aus der Ruhe bringen. Also zumindest das, was von früher noch kommt, also von meiner Vergangenheit, von meiner Kindheit und so weiter. Falsch gedacht! Also, ich erzähle euch von meinem Urlaub. Ich bin mit meiner Familie vor circa 14 Tagen nach Fuerteventura geflogen. Fuerteventura ist eine spanische Insel, wunderschön, kann ich jedem empfehlen. Und wir hatten All-Inclusive gebucht, ausnahmsweise wieder mal, obwohl ich wusste, dass ich da nicht viel essen kann, weil ich eben eine ganz spezielle Ernährung habe, die ich für gesund erachte. Und wir kamen da an am Mittwoch und es war halt sowas wie auf Fuerteventura eine Schlechtwetterfront. Das heißt, es ging der Wind sehr, sehr stark, also stärker als sonst. Und im Schatten hat es einen gefroren und in der Sonne bekam man sofort einen Sonnenbrand. Also das war schon mal ganz schlecht für mich, weil dort, wo wir waren, gab es am Strand keine Sonnenschirme, es gab keinen Schatten. Somit, und ich bin ein Strandmensch, also ich will immer den ganzen Tag eigentlich nur am Meer sitzen. Das ist für mich Urlaub. Und da ging es schon mal ganz schlecht, weil ich musste immer zum Meer und ganz kurz bleiben, ins Wasser gehen, wieder zurück zum Sonnenschirm zum Beispiel. Und es war auch eine sehr, sehr steile Treppe. Also das war jetzt in der Beschreibung hat es geheißen, wie hat es denn geheißen? Stufen zum Strand. Aber es war kein Foto drin, wie viele und wie hoch die Stufen von der Höhe her und wie steil das Ganze war. Also wir haben da echt Fitnesstraining betrieben, nur indem wir zum Meer runter und rauf gegangen sind. Also das war schon sehr, sehr schlecht für mich, weil ich eben jemand bin, wie gesagt, der sich gern ans Meer setzt. Also ich bin am Meer einfach zu Hause. Ich könnte eigentlich am Meer wohnen. Ja gut, mit dem musste ich leben. Also ich bin so ein Typ, der, wenn die Koffer gepackt sind und die Koffer im Auto sind, man ist auf dem Weg zum Flughafen, dann bin ich schon gechillt. Dann fahre ich schon total runter und tue eigentlich gar nichts mehr. Ich hatte zwar meinen Computer dabei, weil ich ja weiterarbeiten wollte an meinem neuen Projekt, aber durch diesen Urlaub ging das gar nicht, weil es kommt noch mehr. An einem Tag, wir waren so 3-4 Tage dort und insgesamt hatten wir so 10 Tage gebucht, traf ich einen Bekannten. Und dieser Bekannte hat mich vor circa 20 Jahren und 10 Jahren und 5 Jahren, also immer wieder habe ich diesen getroffen, und er hat mich echt schlecht behandelt, der hat mich gemobbt, der hat mich blamiert, der hat mich in sehr peinliche Situationen gebracht und wirklich mies behandelt. Und zwar vor allem zu der Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wurde ich von diesen Bekannten auch noch schlecht behandelt, sodass ich mich noch mieser gefühlt habe. Und diesen Bekannten habe ich auf Fuerteventura in meinem Hotel getroffen. Okay, alles klar. Ich bin ja jemand, ich nehme das dann so, wie es ist. Inzwischen, vor ein paar Jahren konnte ich das noch nicht. Ich nehme die Situationen, wie sie sind. Okay, das hat einen Grund, warum dieser Bekannte genau zu dem gleichen Zeitpunkt in dem gleichen Hotel ist, wo ich bin. Alles klar. Und ich habe mir noch gedacht, okay, das muss ich mir vielleicht nochmal anschauen und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit. Denn am Abend dieses Treffens im Hotel hatte ich
den ganzen Mund und die Lippen voll 10 Herpes. 10! Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Ich habe es extra nicht überschminkt, damit ihr es sehen könnt. Ich habe es überall noch hier. Sind so Auswirkungen noch, weil wir sind jetzt schon über eine Woche zu Hause, aber trotzdem ist es noch da. Also die roten Stellen sind zumindest noch da. Es hat gebrannt. Es war echt rundherum voll. Ich war die Sensation in diesem Hotel. Alle haben mich immer so angesehen. Ich war die Sensation. Es war echt... Ich wollte meine Ruhe haben. Ich will im Urlaub meine Ruhe haben. Es ging nicht, weil mich jeder angeschaut hat. Und zwar den ganzen Tag. Und zwar hunderte Male. Immer wieder. Und es hat gebrannt. Es hat mir wehgetan. Das Eiter ist rausgelaufen. Als ich im Meer war, hat es natürlich wieder gebrannt, weil das Salzwasser drauf kam. Ich hatte den ganzen Tag Creme drauf. Hatte ich Gott sei Dank dabei. Also es war Horror. Horror. Und ich habe mir nur gedacht, alles klar. Das, glaube ich, ist ein bisschen tiefer, als ich das noch in Erinnerung habe, und habe mir das ganz genau angeschaut und immer wieder angeschaut. Und es war einfach nicht der Urlaub, den ich mir ausgedacht hatte. Denn du kennst ja das Sprichwort, planst du etwas, kommt es sowieso anders. Und dieser Urlaub war anscheinend nicht zur Erholung da, sondern zur Aufarbeitung. Denn mein Körper hat mich, also besser gesagt, die Situationen haben mich genau dann zu dem Zeitpunkt erwischt, als ich nämlich in der Ruhe war und nicht abgelenkt werden konnte. Und deswegen ist mir das passiert. Also ich habe dann auch noch 5 Tage zu früh meine Tage bekommen. Das kam auch noch dazu. Jetzt kannst du dir vorstellen, dir geht es eh schon schlecht. Du bist fix und fertig, dir tut alles weh. Du kannst kaum sprechen, weil ja immer, wenn ich die Lippen bewegt habe, die Herpeswunden sich auseinandergezogen haben. Es hat gebrannt wie die Sau, es hat mir wehgetan beim Essen, beim Reden, beim Trinken. Wenn ich hier rangekommen bin, hat es wehgetan, dann hatte ich noch meine Tage. Also es war alles volle Kanne hier in diesem Urlaub. Und ich bin drauf gekommen gestern, dass ich dieses Video machen könnte, weil mich eine Freundin gefragt hat, und wie war der Urlaub? Und ich habe gesagt, sehr schön. Und ich habe gesagt, das stimmt überhaupt nicht, der war überhaupt nicht schön. Also nicht so, wie man sich einen Urlaub vorstellt zum Erholen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video drüber, damit du weißt, dass du nicht alleine bist. Also du bekommst deine Geschichten, deine Herausforderungen zu Zeitpunkten, wo du sie dir nicht vorstellst und nicht wünschst. Wer wünscht sich schon Herausforderungen? Also ich schon, aber ich dachte, im Urlaub wäre ich mal davon verschont und könnte mich mal erholen ein paar Tage. Ich habe ja heuer sehr, sehr viel auf die Beine gestellt bis jetzt und ich bin immer noch dabei. Und ich bin sehr gut im Ablenken, ja, das kann ich gut. Aber es musste nochmal angeschaut werden. Es kamen da noch ein paar Themen dazu, zu dieser Person, die, es waren auch Deutsche in dem Hotel natürlich, wo ich ständig die gleichen Sätze gehört habe von verschiedenen Menschen. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein, was ist denn hier los? Was wollt ihr von mir, liebes Universum? Was muss ich denn noch anschauen? Was muss ich denn noch auflösen und so weiter? Und ich bekam es knüppeldick, Tag für Tag, bis ich endlich gewusst habe, oder bis ich endlich bereit war und zu meinem Mann gesagt habe, ich erzähle dir jetzt alles, was ich hier in diesem Urlaub erlebt habe, also Negatives. Und während ich das erzähle, fällt mir ein, um was es hier eigentlich geht. Und dann hatte ich endlich das Thema. Gott sei Dank hatte ich das Thema und konnte es mir endlich ganz genau nochmal anschauen und auflösen. Und jetzt sind wir eben daheim und ich habe wieder mein besseres Essen, mein gesundes Essen, meine Bio-Lebensmittel und natürlich verheilt es jetzt viel schneller und ich bin total froh. Aber ich wollte dir nur sagen, dass du nicht alleine bist. Also jedem passiert es immer wieder. Du musst dir nochmal anschauen, was du noch nicht aufgearbeitet hast. Und wenn du schon alles angeschaut hast, dann kommt noch was Neues dazu. Also es hört nicht auf, aber deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um unsere Probleme anzuschauen, zu bereinigen, aufzulösen und uns neuen Problemen oder besser gesagt Hürden zu stellen. Denn es ist super spannend, dieses Leben. Es ist nicht langweilig, es ist nicht das Gleiche. Es ändert sich tagtäglich, es ändert sich immer wieder. Veränderungen gehören zum Leben. Lass alle Kontrolle los und mach einfach mit bei diesem Spiel und schau es dir einfach an und scheu dich einfach nicht, dahin zu schauen, denn es macht so viel Spaß, wie es dir nachher geht. Denn nachher bist du frei. Und das ist das Beste. Und ich möchte dir einfach nur Mut geben. Also
Ich habe diese Woche mal in einer Tagesbotschaft schreiben müssen. Von oben kam der Satz: Sei so mutig wie niemals zuvor. Und den möchte ich dir ans Herz legen. Es bringt was. Es bringt dir eine Menge Freiheit. Ich wünsche dir alles Gute und danke dir und bis bald.